Sterbestunde mit Jesus. Ein herzliches Grüß Gott. Wir betrachten heute diese Worte Jesu aus dem Johannesevangelium. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Oh, wie liebe ich diese Stelle, wo Jesus von den Wohnungen des Himmels spricht. Wie ist es doch so tröstlich, dass nach dem Tod das Leben weitergeht, doch nicht in vielen, vielen Reinkarnationen, sondern im Haus des Vaters, das so prächtig ist, dass der heilige Paulus ausgerufen hat, wir verkündigen, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist, das Große, das Wunderbare, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. In der Heiligen Messe beten wir für alle Verstorbenen, die im Frieden Christi heimgegangen sind. Wie wichtig ist es, sich vor dem Tod auszusöhnen und im Frieden zu sterben. Da kommt mir ein berührendes Zeugnis von einer lieben Bekannten in den Sinn, die mit nur 55 Jahren ihrem schweren Krebsleiden erlegen ist. Während ihrer Krankheit teilte sie mir voll Freude mit, das Wunder ist geschehen. Jesus hat meine Ehe gerettet. Ja, Jesus hat den beiden Eheleuten eine tiefe Aussöhnung geschenkt. In meinem letzten SMS an sie, ich ahnte nicht, dass es das letzte war, fragte sie nach ihrem Befinden. Als Antwort schrieb sie mir, ich fürchte mich nicht. Ich liebe Jesus so sehr. So fuhr sie zu einer Routineuntersuchung ins Krankenhaus. Zu Hause bekam ihre Tochter eine große innere Unruhe und begann, den Rosenkranz für ihre Mama zu beten. Während dem Gebet sah sie sich im Geiste ins Krankenhaus versetzt. Dort sah sie ihre Mama im Krankenhauszimmer sitzen. Plötzlich ging die Türe auf. Jesus streckte die Hände entgegen und sie ging mit Jesus. Dann verkündete sie allen, Mama ist gestorben. Die anderen wollten es nicht glauben. Doch wenig später kam die Todesnachricht. Es gibt auch ein anderes Zeugnis. Es erzählte Gloria Polo. Nachdem sie vom Blitz getroffen, klinisch tot im Krankenhaus lag, sah auch sie Jesus auf sich zukommen. Doch sie hatte keinerlei Interesse an Jesus. Ihre Gedanken kreisten nur um den Goldring, den sie am verkohlten Finger trug, mit der großen Angst, jemand könnte ihr ihn stehlen. Beten wir heute als kleine Maiandacht ein Ave Maria für alle Sterbenden, damit sie im Frieden mit Jesus in die Ewigkeit heimgehen können. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Jesus, wir bitten dich für alle Sterbenden. Steh du ihnen bei. Hilf ihnen, sich mit Gott und mit den Menschen auszusöhnen und im tiefen Frieden mit dir heimzugehen. Und im Namen der Kraft Jesu Christi von Nazareth, in der priesterlichen Vollmacht, in der Kraft des Glaubens der Heiligen Katholischen Kirche und die Fürsprache der Mutter Gottes, des Heiligen Josef, aller Engel und Heiligen des Himmels, möge die Allmacht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes
die Liebeskraft des Heiligen Geistes euch von all euren Ängsten, Bedrängnissen, Krankheiten und Leiden heilen und befreien. Wie Gottes Will, so geschehe es und dir geschehe, wie du erbittest und ersehnst, zur Verherrlichung des heiligsten Namens Jesu. Und der Segen Gottes, des Allmächtigen, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, komme herab auf dich, auf deine Familie, auf dein Hab und auf dein Gut, bleibe immer da bei dir. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen.